Ex-DSDS-Star Juliette Schoppmann, Ehefrau feiert ihre Liebe. Pünktlich zu ihrem 31. Geburtstag hat Komikerin Tani eine Typveränderung gewagt, aus einem Bob wurde ein lässiger Undercut mit stark gestutzten Seiten. Sängerin und Ex-DSDS-Star Juliette Schoppmann, 43, scheint die neue Frisur zu gefallen. Verliebt zeigt sie sich mit ihrer Ehefrau auf Instagram. Dazu schreibt Tani, 31 und es wird immer besser. Die Stand-up-Comedian scheint immer mehr bei sich angekommen zu sein. Ende Januar überraschten Schoppmann und Tani alle mit ihrer Hochzeit. Das Paar gab sich am Strand im fernen Süden das Ja-Wort und machte mit den Bildern seines großen Tages zugleich die Beziehung öffentlich. Seit Januar leben Colin Ulmen Fernandes, 41, und ihr Ehemann Christian Ulmen, 47, mit den Kindern auf Mallorca, wo sie derzeit auch eine Villa renovieren. Wie es dazu kam, verrät die Fernsehmoderatorin jetzt im Interview mit Bunte. Der Auslöser für diese spontane Entscheidung sei ein abgesagter Dreh gewesen. So die Schauspielerin. Auch das Wetter habe dabei eine Rolle gespielt, wie sie weiter erklärt. Das Wetter war schlecht und wir wollten einen spontanen Ausflug machen. Dieser Einfall führte die Familie dann nach Mallorca. Nachdem ihr Ehemann sagte, in 3 Stunden geht ein Flieger nach Mallorca. Anführungszeichen. Die Idee, sich dann auf der Insel auch ein paar Häuser anzuschauen, sei ebenfalls von Christian Ulmen gekommen. Und offenbar kamen sie so auch ganz schnell zu ihrem neuen Heim. Wir hatten am nächsten Tag einen Besichtigungstermin und haben das Haus sofort gekauft. Die Entscheidung dauerte 1,5 Tage. Mit diesem Entschluss stand der Traum letztlich fest und wie Colin Ulmen Fernandes ergänzt. Hätten sie erst danach überlegt, wie es jetzt weiterginge. Während der Renovierungsarbeiten leben sie derzeit auch erst einmal im Hotel. Doch der Einzug in ihr sonniges Eigenheim steht bald an. Verona Poth, 54, ist seit mehreren Tagen bei einer Freundin auf Mallorca zu Besuch. Ihr Ehemann Franjo, 53, müsse derzeit noch arbeiten und könne erst am Donnerstag, 6. April, nachkommen, verrät die Moderatorin in ihrer Instagram-Story. Dafür macht sich nun ein anderes Familienmitglied auf den Weg zu ihr, Sohnemann Rocco, 11. Es sei das erste Mal, dass ihr jüngster Sohn alleine in einen Flieger steigt. Mama Verona ist wahnsinnig stolz auf ihren Kleinen. Rein in die Maschine, gut anschnallen und 2 Stunden später ist er hier, sagt die 54-Jährige. Weiter berichtet sie, dass dies auch bei ihrem ältesten Sohn Diego, 19, der inzwischen in den USA lebt, damals gut geklappt habe. Dann kann sich Roccolito auf entspannte Osterferien auf der Balearischen Insel freuen. Am Sonntag, 2. April, wendete sich Patrice Aminati, 29, mit einer schlimmen Nachricht an ihre Follower, innen, sie hat Hautkrebs. Und diese hat leider schon gestreut. Nachdem sie sich in ihrer Story zunächst über viel positives Feedback freute und für die Unterstützung ihrer Fans bedankte, postet sie am heutigen Montag, 3. April, dann weitere erschreckende Neuigkeiten. Zu einem Foto, das sie tränenverschmiert im Krankenhausbett zeigt, schreibt sie, dass sie jetzt auf der Tumorstation liegt. Nachdem ihr zunächst der Tumor und einige Lymphknoten entfernt worden waren, steht nun offenbar fest, dass es damit nicht getan ist. Was genau das bedeutet, das verrät die 29-jährige Mutter einer Tochter noch nicht. Es scheinen aber keine guten Nachrichten zu sein. Patrice hat auf dem Foto noch Tränen im Gesicht. Und trotz allem, sie möchte Haltung bewahren, wie sie in einer weiteren Slide verrät. Sie ist auf den Beinen, an einen Tropf angeschlossen. Wie genau es für sie weitergeht, das wird die Frau von Daniel Aminati vermutlich in den nächsten Tagen mitteilen. Patrice Aminati, 29, erlebt derzeit die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Am Sonntag, 2. April 2023, machten sie und Ehemann Daniel Aminati, 49, ihre Krebserkrankung öffentlich.
Schwarzer Hautkrebs, der metastasiert ist, ein Schock für die Eltern einer Tochter. Patrice ist aktuell in Behandlung, in einer Operation wurden bereits der Primärtumor sowie einige Lymphknoten entfernt. Dennoch stehen für Patrice nun weitere Behandlungen und eine langwierige intensive Immuntherapie an. Wie der TV-Moderator auf Instagram bekannt gibt. Die 29-Jährige wendet sich jetzt auf ihrem Instagram-Account an ihre FollowerInnen. Formuliert emotionale Zeilen des Danks. Sie scheint sich darüber im Klaren zu sein, dass noch eine harte Zeit vor ihr liegt. Dennoch wirkt sie zuversichtlich. Patrice sei froh, nicht allein zu sein und so viel Anteilnahme, so viel Unterstützung zu erfahren. Das gebe ihr Kraft und mache sie stark. Die Dresdnerin zeigt sich bereit zum Kampf gegen die heimtückische Krankheit. Ist sich sicher, sie besiegen und irgendwann sagen zu können, es ist geschafft, es ist vorbei. Anführungszeichen. Bis dahin gibt die Influencerin ihren Follower, ihnen einen Rat mit auf den Weg, passt auf euch auf. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Endete Quellen, Instagram.com, bunte.de